Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 112 Operator. Da ich ja hier im Spiel noch in der Ausbildung bin, bei Schicht 11 von 33, hat mein Chef mich freigestellt für meine Klausuren. Aber jetzt geht's weiter. Montags 17 Uhr kommt jetzt wieder mal eine Folge. Also die nächsten Wochen auf jeden Fall kommen da weitere Folgen von dem Spiel. Ich weiß absolut nicht, ob noch irgendwas offen war oder nicht. Ob ich noch irgendwas machen wollte oder nicht. Wir haben auf jeden Fall ein sehr windiges Wetter. Temperaturen sind auch nicht gerade niedrig, aber keine Hitzewelle. Das stand, glaube ich, noch hier drüber. Deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein und gewöhnen uns wieder an das Spiel. So, das hatte ich immer auf. Das hatte ich immer auf. Okay, machen wir. Okay, das kann ich noch nicht aufmachen. Taschendieb wird doch bestimmt eh verhaftet. Ja, die Motorräder sind auf Streife, aber ich glaube, die waren bei uns sinnlos. Ich glaube, die haben uns nicht ganz so viel geholfen. Was haben wir hier nochmal? Ausgewählte Einheit zum Krankenhaus. Okay, wir können die direkt zum Krankenhaus schicken. Was haben wir hier? Unsere Teams. Alles klar. Das könnte vielleicht sogar hilfreich sein, wenn wir das auflassen, oder? Ah, müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein, zwei Aufträge gekriegt in der Zeit, wo ich da am Suchen war oder beziehungsweise am Gucken war. Das und... Na, ich glaube, wir brauchen einen Krankenwagen. Fahr du erstmal dahin. Dann fahr du mal dahin. Okay, Feuer. Oh, Chemikalienbrand klingt auf jeden Fall nicht gut. Wo haben wir unser Motorrad? Da. Das heißt, da schicken wir mal nochmal eine andere Kraft hin. So, bis jetzt sollten wir alles haben. Da, Polizeitransport benötigt. Ja, da ist ja gerade jemand auf dem Weg. Oder? Nee. Der müsste auf dem Weg sein. Und der erste Anruf. 112, what's your emergency? Ich brauche einen medizinischen Rat. Okay, was ist passiert? Mich ein Messer verletzt? Ja, wie schlimm ist denn die Wunde? Ah, ne. Okay, wo haben sie sich verletzt? Am Oberschenkel. Dann fragen wir mal nach der Adresse, dass wir jemanden hinschicken können. Das ist gerade unwichtig, okay. Schlimm habe ich noch nicht gefragt. Aua! Okay, das Messer steckt noch da drin. Okay. Dann helfen wir nicht, weil herausziehen ist auf jeden Fall falsch. Weil dann verblutet er, wenn er rauszieht. Jetzt müssen wir warten. Ich schicke mal die Polizei dahin, wenn er nicht sagen wollte, was Sache ist. Jetzt haben wir hier oben Suche nach Quelle des Rauchs. Okay, da reicht, glaube ich, so ein. Bot ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Du fährst dahin. Wo war denn der Anruf eigentlich? Sehe ich den irgendwo? Wo ist denn der Anruf hin? Ja, okay, wird noch lokalisiert. Ah, jetzt fährt der eine da natürlich weg. Das ist jetzt nicht ganz so. Okay, Moment, dann fährst du jetzt dahin. Polizei. Oh, ist direkt vor Ort. Sehr gut. Polizei und... Oh, nochmal. Okay, dann machen wir einmal so und nehmen den Heli... Ah, da ist der unbekannte Anrufer. Okay. Sehen wir, was der hat? Nee, noch nicht. Okay. Hier brauchen wir einen Polizeitransport. Ist da. Oh, hier unten ist noch ganz viel mit Polizei gerade offen. Einmal. Zweimal. Hier ist, du fährst dahin, dann musst du aber hier hin. Noch einmal hier, Hauseinbruch. Und du fährst ja zurück. Dann nehmen wir den, der hat gerade nichts zu tun. Du fährst da oben hin,
Feuerwehr und Krankenwagen. Hier habe ich gerade einmal kurz gewartet, weil wir das Krankenhaus haben, damit wir beide Kapazitäten wieder frei haben. Wir benötigen Polizeieinheiten. Oh, habe ich da keine Polizei hingeschickt? Oh, hier brauchen wir auch noch was. Okay, dann nehmen wir gleich den Heli und schicken den da hinten, weil wir da sonst nichts haben. Du fährst dahin, du fährst dahin. Heli ist gelöst. Heli ist, ja doch, also Fall ist gelöst, meine ich damit. Oh, da waren gerade Schüsse. Haben wir irgendwo einen Krankenwagen gerade frei? Der nicht. Dann fahr du mal dahin. Ausruf von Chemikalien. Brand direkt hier ist okay. Brauchen einen Krankenwagen. Da. Ah, ne. Doch, der hilft gerade. Du fährst hier hin. Wir bräuchten gerade zwei Krankenwagen. Einmal hier und einmal da oben. Hier will ich eigentlich wen anders hinschicken. Was macht denn der Heli? Okay, der Heli ist in... Ich glaube, so ein Heli macht echt Spaß. Also du kannst halt schnell von A nach B gehen. Das jetzt haben, können wir nach hier unten. Sehr gut, dann gehst du hier hin. Du fährst dahin. Oh, da ist noch ein Verletzter. Ich ziehe gerade die Leute ab. Okay, dann nehmen wir den jetzt gleich. Wenn der wieder frei ist. Der ist auch schnell als Notarztwagen. Der ist voll, dann geht das Squad-Team dahin. Okay, jetzt geht's hier auf jeden Fall ab. Betrunkener Fahrer, der muss gleich bestimmt festgenommen werden. Du gehst... Oh, hier ist aber gerade was verschwunden. Ah ne, da wollte ich den schicken. Hier unten steht gerade viel zu viel Polizei, was da eigentlich nicht sein sollte mit vier Polizeiwagen. Du fährst dahin, okay. Du fährst hier hoch. Ich habe auf jeden Fall komplett den Überblick verloren, muss ich gestehen. Da ist auch noch irgendeiner frei. Du stehst gerade nur rum. Hier ist nichts zu tun. Wieder ist nichts zu tun. Kannst du da nicht suchen? Okay, hier war viel zu viel Polizei. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Der ist jetzt da. Fahr du dir mal entgegen. Ne, dann fahr du mal dahin. Raserei. Du kannst hier mal entgegenfahren. Du hast gerade nichts zu tun. Fahr du mal so ein Stückchen hier hoch, glaube ich. Was macht er denn hier eigentlich? Ah, okay. Jetzt hat er verhaftet. Schicht ist auf jeden Fall noch nicht rum. Bleibt weiter hektisch. Zwei Ereignisse haben wir wieder. Du fährst jetzt... Ah ne, du hast... Dich habe ich ja so da hochgeschickt. Dann kannst du ruhig hier hin. Du fährst hier hin. Du fährst hier hin zum Feueralarm. Haben wir hier einen Krankenwagen, der nichts zu tun hat? Yep. Unbekannte Krankheit. Jetzt sollten wir gerade wieder alles haben. Gut, dass das hier stackt. Auf jeden Fall. Okay, da müssen wir einmal kurz auf den Wagen warten, dass der wieder frei ist. Komm, komm, wir warten nur auf dich. Dankeschön, und einmal hierhin. Dann fährst du dahin. So, jetzt haben wir noch einmal Polizei. Genau, ja, hier ist ja jetzt genügend Polizei gerade auf jeden Fall vor Ort. 127 Rufe ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Wir hatten nur einen Anruf. Ich glaube aber auch nicht, dass noch einer kommt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Eine Minute noch. Du hast nichts zu tun, dann fahr du mal dahin. Wie viele Menschen das Rotlicht missachten. Unfassbar. Hier ist schon wieder zu viel Polizei. Ich schicke mal wieder einen nach hier oben an die Kreuzung. Oh, hier fehlt auf jeden Fall... geh du mal dahin. Medizinischer Transport. Helikopter nach hier ganz oben. Polizeieinheiten benötigt? Ja. Schicken wir. Bandenkrieg? Okay, da schicken wir mal nochmal einen mehr hin. Zeit ist rum. Yep. Da fährt einer hin. Da fliegt der Heli hin. Hier schicken wir was hin. Oh, da bräuchten wir vielleicht auch noch den ein oder anderen Rettungswagen. Haben wir gerade gar keinen offen? Gar keinen frei? Schicken wir dich nochmal...
dahin. Ich weiß nicht, was das hier für Punkt. Ah. Okay, wir haben noch 4 Verletzte. Aber wir brauchen nur Polizeieinheiten, obwohl wir so viele Verletzte haben. Okay, hier brauchen wir noch eine Suchmannschaft. Deshalb nehmen wir dich noch einmal und schicken dich hier runter. Vielleicht geht das schneller. Sehr gut, fahr du mal da runter. Da sind wir überall bei. Ja, eigentlich dauert dann gleich nur noch das hier. Ach, da war ein Krankenwagen noch drunter. Okay. Fall gelöst. Jetzt warten wir noch hier drauf, da drauf und hier unten. Suche abgeschlossen, sehr gut. 174 Ruf könnte auf jeden Fall ein neuer Rekord sein. 177 und 2 Fälle haben wir noch. 179 und jetzt noch das Kind. Ach ne, Person. Okay, wir hatten das auch schon mal mit einem vermissten Kind. Sehr gut. 2 neue Fahrzeuge im Shop verfügbar. Nicht gelöste Notruf 1. Effizienz 98% ist ja super. Gucken wir einmal, was. Ah, Überdosis Drogen. Okay, wir haben 2 Einheiten hingeschickt. Und haben einen zurückbeordert. Aber einer ist immer noch hingefahren, aber wir waren trotzdem zu langsam. Okay, fortsetzen. Dann gucken wir uns doch mal die Fahrzeuge an. Aber die wurden uns ja auch in den Mails immer angekündigt. Deshalb würde ich sagen, gucken wir mal in den Mails. Okay, gehen wir von unten nach oben durch. Gute Arbeit. Ihre Ergebnisse in letzter Zeit waren wirklich beeindruckend. Glückwunsch an das gesamte Team. Okay, einmal eine Danksagung. Auch mal was Nettes. Wir wurden ja schon das ein oder andere Mal angefeindet. Und neue Fahrzeuge. Polizeiverfolgungswagen. Ja. Mit dem Lambo oder mit dem Ferrari zu fahren. Ein Fahrzeug für Verfolgungsjagden. Sehr schnell, perfekt für lange Distanzen. Kann keine Verdächtigen transportieren. Ja, okay, das wäre auch ein bisschen eng. Unmarkierter Polizeiwagen. Mit dem unmarkierten Polizeiwagen steigen die Chancen an, Verkehrsverstöße zu ahnden. Das heißt, wir haben noch mehr Verkehrsverstöße dann. Also unmarkierter hätte ich jetzt fast gesagt, könnte ja zivil sein. So, das sind die neuen Wagen. Wir haben beim Wetter jetzt eine Hitzewarnung, okay. 198.000 ist eine Menge Geld. Brauchen wir gerade irgendwas? Neue Einheiten hinzufügen. Gehen wir mal durch. Wir machen ruhig so. Polizei. Haben wir jetzt 10 Fahrzeuge. Gehen wir hier mal auf Polizei. Okay, es geht nicht alles. Wir haben auf jeden Fall die Spezialeinheiten. Wir haben Wasserwerfer. Wir haben Polizeivan. Patrouillenwagen, Pickup, Motorräder. Okay, ich würde die Motorräder ja gerne mal austauschen. Muss ich ja sagen. Also wir fahren damit hin und ja, wofür brauchen wir die? Wir müssen gefühlt jedes Mal jemanden festnehmen und da sind die Motorräder ungeeignet. Ich glaube, hier können wir die einmal besser vergleichen. 180 km/h gegen 150. Macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Jetzt gerade erst 180.000 für den Polizeiverfolgungswagen. Also wir pleite. Auch 75.000 eine ganze Menge. Fährt 180, ja, könnte man 1 zu 1 tauschen. Da ist die Frage, können wir die Fahrzeuge wieder verkaufen? Vielleicht für die Hälfte des Preises oder so? Ja, müssen wir mal gucken. Das wäre natürlich gut, wenn wir da mal auf lange Sicht die Motorräder ersetzen. So, hier haben wir einmal das Notarzt-Einsatzmotorrad. Dann haben wir noch das Notarzt-Einsatzfahrzeug und die beiden Krankenwagen. Bonus Hilfe einer verletzten Person. Also wäre sogar noch besser, wenn wir die mal sogar durch die austauschen, von denen einfach mehr hätten. Schnell aber klein. Perfekt für weniger gravierende Notfälle, wo ein Transport zum Krankenhaus nicht benötigt wird. Ja, da muss ich gestehen, habe ich ja noch so gar nicht die Übersicht, bei welchem Einsatz wir genau welchen Fahrzeugtyp brauchen. Weil so schnell, wie das alles kommt, habe ich gar nicht die Zeit, mir das genau anzuschauen. Ja, und Feuerwehr haben wir, glaube ich, auch alles einmal. Wir haben den Leiterwagen, wir haben das Tanklöschfahrzeug. Hier weiß ich jetzt nicht, ob wir beide einmal haben. Wo ist da der Unterschied? Ah, beim Wassertank. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal nichts. Wir sind jetzt gut zurechtgekommen. Das muss ich einmal löschen. Also wir sind gut zurechtgekommen und
haben, ja gut, einmal waren wir zu langsam, deshalb hätte ich jetzt gesagt, wir kaufen nichts und wenn wir was brauchen, haben wir nämlich genügend Geld, um vielleicht 2, 3 Fahrzeuge sogar neu zu kaufen. Dann würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Wir haben mal wieder eine Schicht rumgekriegt, die Schicht nach der Klausurenpause. Und ab jetzt, jeden Montag, 17 Uhr, gibt es eine neue Folge 112 Operator. Wenn irgendwelche Anmerkungen oder sowas sind, ich werde dann bei Projekten, die nur einmal die Woche kommen, nämlich ein wenig in Voraus auf. Also es könnte dann, bis ich im Video drauf reagiere, ein bisschen dauern. Aber wenn ihr einen Kommentar schreibt, da antworte ich dann relativ schnell drauf. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, denke ich mal, hat euch das Video auch gefallen. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao.